Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mal wieder ein Trash-Paket gemacht mit der lieben Marion und wie das bei uns immer so ist, eskaliert meistens ein bisschen und ich hab's hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss dieses Paket jetzt auspacken, denn es ist gerade erst angekommen, aber Sammy lässt es nicht aus den Augen. Der ist hier schon hellauf begeistert. Und ich würde sagen, wir packen das einfach mal zusammen aus. Ich werde das auf den Boden stellen. Ich werde die Kamera wahrscheinlich auch ein bisschen runter machen, dass ihr Sammy auch sehen könnt. Und ja, dann gucken wir mal durch. Los geht's. Kann ich runterkommen? Ich glaube, tiefer geht das nicht mit dem Stuhl. Das ist irgendwie uncool. Ist halt auch irgendwie doof, ne? Sammy, wie machen wir das denn? Wir versuchen es mal so. Er kriegt erstmal das hier. Das sind die Barco Deli Sticks Chicken. Und die gebe ich ihm jetzt als erstes mal. Guckt ihn euch an. Eine kleine Raupe Nimmersatt. Die liebe Marion ist, die ist euch wahrscheinlich schon öfters begegnet, wenn ihr schon ein paar Mal meine Videos geschaut habt. Wir haben uns gefunden. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Wir haben angefangen, miteinander zu schreiben. Wir haben uns sehr sympathisch gefunden. Und deswegen machen wir gerne zusammen Tauschpakete, Trashpakete. Wenn wir was aussortiert haben, schicken wir der anderen direkt Fotos davon, dass man sich gegebenenfalls was aussuchen kann oder so. Und genau, das haben wir jetzt hier auch wieder gemacht. Und ich freue mich so sehr. Claudi und Sammy, das ist die Karte. Die ist für uns beide bestimmt. Und da ist, oh, schön, eine Blume drauf. Das, sowas liebe ich, ne? Das ist tatsächlich voll mein Style. Ich weiß gar nicht, wie diese Blumen nochmal heißen. Genau. Schlechte Zeiten sind wie ein Tunnel. Ganz gleich, wie lang und dunkel dieser Tunnel ist, am Ende ist immer das Licht. Von Esra Gül Schönast. Okay, ja, das stimmt. Hallo Claudi und Sammy und ein Herzchen dahinter. Ich habe zu unserem Trash-Päckchen eine Kleinigkeit dazugepackt. Wirklich nur 1, 2, 3, 10 Kleinigkeiten. Same, Marion, same. Ich hoffe, es gefällt euch und natürlich ist wieder ein Engelchen dabei. Alles Liebe und fühlt euch von Ferne gedrückt, Marion und die Imperatoren. Ihre Katzen sind wirklich hardcore, Leute, ich sag euch das. Ja, die Karte finde ich wunderschön, die gefällt mir echt gut. Und, oh, da bin ich schon mal sehr froh drüber. Das ist eine schöne Karte. Ja, ihr seht mich jetzt ein bisschen abgeschnitten, aber damit kommen wir alle klar, glaube ich. Sie hat das auch so schön eingepackt, ne? Dann ist hier die Engelpost drin. Sie wohnt nämlich in einer Stadt, die halt sehr geprägt ist von Engeln. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Engel, die hänge ich immer so an meine Lichter, an meine Lampen, hier überall um mich drum herum. Und ich glaube an Engel. Ich mag Engel auch. Und das ist, ja, mir echt eine Herzensgeschichte. Okay, das ist natürlich eine Sache, ne? Das ist ja fast schon engelsgleich, die ist dann nämlich mit dabei. Von Lind Hello, nice to sweet you, die Cookies and Cream, I make your tummy yummy. Die wird nicht lange überleben, Marion, das sage ich dir so. Geil, Omar, dankeschön. 100 Gramm sind da enthalten. Oh, das ist Naschi für Claudi, das ist sehr gut. Ja, haben wir eine Maske drin und ich glaube, die gleiche Maske habe ich hier auch reingelegt. Das ist die Träumwald drüber nach Maske von Valea, die Tuchmaske tragt Träumer, die Limited Edition mit verzauberndem Traumduft und die werde ich heute Abend direkt machen. Vielen, vielen Dank. Schließe deine Augen und genieße einen Moment der Ruhe. Lass deine Gedanken schweifen und träume dich an deinen Lieblingsort. Fühle dich frei und lass dich von deinem ganz persönlichen Tagtraum verzaubern. Vergiss nie zu träumen, denn wer träumt, taucht ein in eine Welt voller bunter Möglichkeiten. Dankeschön. Oh, und hier sind richtig, richtig schöne Engelsanhänger mit drin. Mega, den mag ich gerne. Den kann man sich entweder an eine Kette machen oder man macht den halt irgendwo dran, weil der halt so einen richtigen Anhänger dabei hat. Vielen Dank. Also ich habe leider bei uns, also unser Wohnort, da, wo ich halt hier wohne, steht halt für Kohle. Ich kann ihr schlecht immer Kohlestücke schicken. Ich glaube, da kommt sie jetzt nicht so. Nee, ich glaube, das flasht sie jetzt nicht so weg, leider. Genau, aber der ist schön. Das ist so, ne, eigentlich ein echt schöner Schmuckengel. Und das ist eigentlich grün, der Körper von dem Engel, aber der schillert so schön. Das ist hübsch, dankeschön. Das ist echt hübsch. Oh, ich weiß echt noch nicht, wo ich den mir dann dran machen werde, wo ich den hinhängen werde. Aber auf jeden Fall da, wo er mich immer beschützen kann.
Ja, wie schon das nächste. Das ist nicht eingepackt, aber ich wusste, dass es mit drin ist, denn sie hat bei Colourpop etwas bestellt und das macht sie das ein oder andere Mal und da hänge ich mir doch gerne mit dran und ja, teile ihr dann auch gerne meine Wünsche und Träume tatsächlich mit, denn ich träume davon, irgendwann mal einen Fullface Colourpop zu schminken, Leute. Mal gucken. Tatsächlich, ja. Und da habe ich hier etwas, das muss ich mal eben rausholen. Sieht so schön aus. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist, Marion. Das ist, ja, die Morning Light Disney Bambi Collection von Colourpop Pixie Puff Highlighter. Das ist ein Highlighter, Leute. Ich weiß nicht, wie viel ist da drin? 12,5 Gramm, damit kannst du dein Leben highlighten. Und das ist so schön. Bambi hast du hier drauf. Und das ist ein Stinktier. Voll süß. Hat das Stinktier eigentlich einen Namen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch Klopfer. Da ist Klopfer auch mit dabei. Und ein Vögelchen. Und ich hatte eigentlich an Schmetterling gedacht. Ja, da. An dem. Ne? Da ist ein Schmetterling. Voll süß. Monsieur ist noch beschäftigt. Sehr cool. Da hatte sie mir geschrieben, dass er ihr leider ein bisschen zu dunkel ist. Ich weiß gar nicht, in welcher Farbe ist der. Weiß ich nicht. Steht hier im Morning Light halt, ne? Mal gucken. Wow, das ist aber ein Body-Highlighter, ne? Das ist halt so ein Riesenpuff. Man hat sie zugeklebt, damit es nicht zu sehr rum... Aber geil, das kannst du halt für den Körper so nehmen. Und dann glitzern die Beine zum Beispiel total schön. Oder was auch immer. Ich habe einen glitzernden Arm. Also das macht allein schon Spaß mit diesem Puffel, ne? Geil. Dankeschön, Marion. Ich freue mich. Kann man sicherlich auch fürs Gesicht nehmen, aber... Scheiß die Wand an, ist das ein geiles Teil. Also den finde ich wirklich, wirklich schön. Ne? Aber da gehört der Puffel noch mit rein. Geil. Also wartet nicht, alle gibt auf der Welt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so riesig ist. Kommen wir zu was weiterem Eingepackten. Und zwar hat sie Nom Noms draufgeschrieben. Da ist dann wieder was zum Naschen drin. Mal gucken, ob es für mich ist oder für den kleinen Mann. Für mich. Ich raste aus. Ich liebe Toffifee. Ne? Wisst ihr Bescheid. Also Toffifee und ich, wir sind wirklich ganz, ganz große Freunde. Sehr große Freunde. Hier haben wir ein Palettchen. Und zwar von Becca. Becca ist ja echt so eine Marke, ne? Schade, dass sie uns ab September wirklich verlassen wird. Das finde ich echt traurig. Das ist die Blushed with Light Blush Trio Palette. Oh, die habe ich mir auch ausgesucht. Sieht sehr spannend aus, muss ich sagen. Guckt euch die mal an. Ich bin auch, also ich freue mich schon drauf. Oh, butterzart, was, ey. Die ganzen Produkte mit euch auch zusammen auszuprobieren und zu verwenden und so, ne. Swatch ich hier mal hin. Klar, man trägt den Blush dann etwas dezenter auf als jetzt so als Fingerswatch, aber das sind schon mal schöne Töne. Also ich würde es eher, den mittleren, den würde ich eher als Herbstton nehmen. Die anderen beiden sind aber schon sehr frühlingshaft, ne? Wobei das eher so ins Rosenholzmäßige geht, aber dieser Pinke, der ist sehr frühlingshaft, sehr schön. Hier hat sie drauf geschrieben, Fuß. Wow, das nenne ich mal eingepackt. Oh, die riecht ja jetzt schon geil, obwohl da noch sehr viel Puffolie drum zu ist. Das habe ich mir auch, glaube ich, ausgesucht. Ne? Das ist die Balea Fußbutter mit wertvoller Cupuazzo-Butter und nativem Kokosöl. Intensive Pflege. Ich mag nicht so gerne den Kokosduft, aber super pflegend. Oh, das riecht aber auch sehr angenehm. Also diese Cupuazzo-Butter, die riecht man ganz gut. Also das riecht extrem pflegend und ja, das ist auf jeden Fall was für meine Fußpflege. Jeden Abend Füße eincremen, Leute, denkt dran, ne? Eure Füße gehören zu eurem Körper. Grün steht hier drauf. Es grünt so grün, wenn Spaniensblüten blühen. Oh. Ja, also... Das ist ein selbstgenähtes Abschminkpad. Ich packe euch mal die Kontaktdaten von der lieben Lady, die die herstellt. Das sind die E-Mail-Adresse, kann ich euch reinpacken. Sein Baby-Yoda. Oh mein Gott. Und auf dieser Seite halt wirklich total flauschig Abschminkpad, ne? Und auf der anderen Seite, oh, ein Baby-Yoda. Oh mein Gott, ist das niedlich und das ist Kekse. Ja, dieses Video befindet sich wahrscheinlich auf einer etwas höheren Tonstufe als regulär bei mir. Fun Fact. Oh Gott, wie süß.
Das muss ich euch aber auch nochmal kurz zeigen. Noch ein Baby-Yoda. Oh mein Gott, das ist so eine Bürste, die kann man sich halt so in die Handtasche reinmachen. Oh mein Gott. Folding Mirror Brush. Und da hast du einfach Yoda drauf, ne? Mag ich gerne. Ja, mit Spiegelchen dabei. Perfekt für die Handtasche. Fun Fact, wollte ich euch erzählen. Mein Opa hat sich so einen Scooter gekauft. Der hatte schon vorher einen Scooter, aber der war halt nicht so mit Dach und so einem Kram. Jetzt hat er sich einen mit Dach gekauft und er ist halt komplett weiß. Und Opa sagte, dass Oma den nicht so schön finden würde und ob ich eine Idee hätte, wie man den hübsch machen könnte. Und dann habe ich so ein bisschen bei Amazon geguckt und da gibt es halt so richtige Aufkleber. Unter anderem auch so ein Baby-Yoda, den würde ich ihm so gerne draufpacken, weil das so passt. Mein Opa ist so ein weiser Mann und Yoda steht ja eigentlich auch für Weisheit, ne? Und der guckt dann halt so rüber, ne? Fand ich voll süß und ja, mal gucken, ob ich das dann im Sommer in meinem Urlaub bei ihm mal so anbringen werde an seinen Scooter. Mal schauen. Oh je, hier vermute ich einen Haufen Masken, denn hier steht Spa Day drauf. Ein genüssliches Schmatzen im Hintergrund berät, dass Sammy sich sehr wohl fühlt. Ja, sehr wohl fühlt, kann man sagen, ne? Ja. Und er bedankt sich von Herzen. Okay, die habe ich ja noch nie gesehen. Die scheint neu zu sein. Von Shelbens Naturals, die Hydration and Glow Tuchmaske, Feuchtigkeitsdepot, sofort mehr Ausstrahlung bei Sophia. Okay, jetzt weiß ich echt nicht, welche Tuchmaske ich jetzt zuerst machen soll. Denn ich habe hier auch noch weitere drin. Oh, oder habe ich dir die reingelegt? Ich weiß es nicht. Balea Tuchmaske Be Soft, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluronextrakt und Grapefruit-Extrakt. Ne, die habe ich reingelegt, weil man dann aussieht wie ein kleiner Hase. Be Soft, lass dich von dem niedlichen Häschen auf unserer Balea-Tuchmaske verzaubern. Ich glaube, liebe Marion, die machen wir mal wirklich zusammen. Ja, das ist doch auch cool. Dann habe ich hier noch eine Limited Edition. Die Maske Pineapple Maracuja, also mit Ananas tatsächlich. Erfrischt die Haut mit Ananas- und Maracuja-Extrakt und die ist feuchtigkeitsspendend. Da sind zwei Sachets drin, die sollen ja, mehr Ausstrahlung geben. Das finde ich auch cool. Das ist eine Disney Princess Facial Sheet Mask, Deep Cleansing Formula, enriched with Tea Tree Essential Oil. Und die hat so Blümchen drauf und das ist Rapunzel. Dankeschön. Oh, ist das cool. Wo kommt die denn weg? Weiß ich nicht. Top Brands Europe BV. Ich kenne das nicht. Wie geil. Danke. Und das hier ist auch eine richtig geile Geschichte. Watermelon Fruity Face Sheet Mask. Refreshing von The Beauty Depp. Das ist so eine koreanische Maske. Und ja, die hatte ich auch schon mal verwendet. Die ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Das ist richtig cool. Danke. Wer glaubt, das Paket würde sich leeren, der irrt. Als nächstes habe ich hier drin Yummy, hat sie hier drauf geschrieben. Und das fühlt sich an wie so ein Duschgel oder sowas. Oh ja, oh ja. Das ist, habe ich letztens auch einen Aufsteller gesehen. Sanfte und pflegende Formel, Fahr. Entdecke, Hashtag Throwback Moments, sinnlich tropischer Duft, milde Formel, 94% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und das ist wirklich ein Duschgel. Ich glaube, Monsieur hat sein Ding auf und verlangt nach mehr. Na, der Kopf ist ja schon auf jeden Fall schon mal im Ding drin, ne? Oh, das riecht richtig angenehm. Fruchtig, leicht pudrig. Das mag ich gerne. Das gefällt mir. Dankeschön. So, jetzt kann ich auch das nächste für Sammy rausholen. Das ist von Wolf of Wilderness. Freeze-dried snack raw salmon filet. Also das ist Lachsfilet in so einer gefriergetrockneten Form. Finde ich super praktisch, so als kleiner Snack zwischendurch. Was man halt auch machen kann, ist davon Hundeeis zu machen. Das mache ich auch ganz gerne. Und ja, Sammy fährt voll auf diese gefriergetrockneten Sachen ab. Aber er wird dann sehr durstig davon. Das heißt, wir müssen gleich, wenn die halbe Stunde hier voll ist und die Kamera eh sagt, ciao Kakao, eine kleine Trinkpause einlegen. Denn Sammy kann ja nicht wie Frauchen sich einfach hier ein Getränk hinholen. Und sich, by the way, einsauen. Hast du schon auf? Gut, das war ja auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, sag, ne? Na rein. Entschuldigung, ich wollte dich nicht nachmachen, Sammy. Das sind halt solche gefriergetrockneten. Kennt man, ne? Das riecht auch schön nach Lachs tatsächlich, nach Fisch. Ja, sehr cool. Dankeschön. Jetzt müssen wir aber weiter stöbern, Sammy.
Wo habe ich denn noch was für dich drin? Also hier habe ich auf jeden Fall ein Spieli für dich mit dabei. Oh, ist das geil. Ist das geil. Stretch Me, das kann man ziehen. Echt? Da ist so ein Tau auch mit drin. Wie geil. Und das ist ein Fuchs von Kong. Sammy wird's lieben. Hast du Bock drauf, ne? Aber Freundchen muss erst diese... Der ist halt auch so ein... Ne? Hört sich auch so an. Und da drin ist ein Tau. Ist hier so abgebildet. Das ist natürlich super, weil Sammy kriegt solche... Marion auch gelernt, ne? Der kriegt halt solche Flauschis super schnell klein. Und dann ist es halt praktisch, wenn du da direkt einen Tau mit drin hast. Weil dann ist es langlebiger, wirklich, ne? Kann dann auch vielleicht für draußen dann weiterverwendet werden. Ich nehme jetzt hier eine Schere und befreie den Fuchs mal. Dogs need to play steht da auch drauf. Das ist der Fuchs. Ach, guck mal. Kann man so ziehen. Makaber, makaber, kleiner Mann. Hast du Bock auf den Fuchs? Hast du Bock auf den Fuchs? Ist es dein Fuchs oder ist es mein Fuchs? Mein Fuchs. Ich will ihn behalten. Nein, gib ihn mir. Nein, ich will ihn behalten. Mein Fuchs. Mein Fuchs. Ist er dein Fuchs? Mein Fuchs. Mein Fuchs. Mein Fuchs. Empört. Na gut, du darfst ihn haben. Das ist dein Geschenk. Mal gucken, ob wir ihn jetzt quasi vernichtet. Mal gucken. Okay. Das nächste, was wir hier drin haben, ist dieses runde Palettchen. Und zwar kommt es von Tarte. Ja, wir tauschen auch wirklich sehr, sehr hochwertige Schätzchen miteinander. Das ist die Rainforest of the Sea Eyeshadow Palette. Und die schaut sehr natürlich, aber geil aus. Wir haben hier fast nur Schimmertöne. Und die wurde auch sehr geliebt, wie man sieht. Aber das finde ich nicht schlimm. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ne? Sowas für den Alltag kann man sehr gut gebrauchen. Und ich swatch euch jetzt einfach mal ein paar Töne. Und die fühlen sich auch Butter an. Also wirklich schön. Natürlich nimmt sie nur Schimmertöne, ist klar. Ne? Aber die kann man halt schön im Alltag verwenden. Ist jetzt nicht unbedingt was für einen Wawawoom-Look, wie ich sie auch manchmal ganz gerne schminke. Aber die haben eine schöne Qualität. Guck mal. Ich habe ja auch eine ganz matte Palette mal von ihr ertrashed. Und das in Kombination ist auch ganz nice. Ne? Wow, schaut euch das an. Wie cremig. Voll toll. Bist du stolz? Guckt euch diesen stolzen Hund an. Viel stolzer kann ein Hund auch kaum sein. Also, meine Herren. So, natürlich hat sie noch eine weitere BH Cosmetics Blush Truffle Palette gefunden, damit meine Sammlung sich auch komplettiert. Und zwar ist es die Vanilla Cream Palette. Das ist diese hier. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch bei BH Cosmetics gibt. Die gab es auf jeden Fall mal eine Zeit lang. Und da sind halt Blushes drin. 4 verschiedene. Boah, die sehen schön aus. Die mag ich gerne leihen und die riechen auch immer ganz, ganz dezent. Hier haben wir einmal die 4 Töne geswatcht. Die sind wirklich schön. Das sind so zarte Töne. Kann ich hier mal swatchen. Ich finde die auch wirklich fast noch schöner als die von Becker aus der Becker-Palette. sie hat es gesagt, wie böse. Ja, geil, oder? Komme ich also sehr gut mit klar mit sowas. Nächstes habe ich hier was drin, das habe ich mir auch selber ausgesucht quasi von Louvois Heilerde, das Shampoo mit ultrafeiner Heilerde. Und das ist halt ganz toll für meine überstrapazierte Kopfhaut und deswegen freue ich mich drauf. Ein weiteres Produkt ist von Benefit, die Roller Lash Mascara Super Curling and Lifting Mascara. Mega, habe ich mir die ausgesucht? Weiß ich gar nicht. Ich finde die auf jeden Fall richtig gut. Die schaut so aus. Ich habe ja auch den Roller Liner und die hat so ein geschwungenes, bananenförmiges Bürstchen. Er rastet aus. Ist in Ordnung. So schaut die aus. Ich glaube, die ist auch noch neu. Die sieht so unbenutzt aus. Wahnsinn. 2 Ferrero Rocher, die den Raum nicht überleben werden. Ein ganz, ganz kleines, süßes Produktchen von Jouer. Und zwar ist das Skinny Dip Powder Highlighter. Dieser hier. Ist er nicht cute? Oh, ein bisschen dunkel könnte der für mich sein, aber vielleicht im Sommer auch sehr, sehr passend. Oh, schön. Schön, 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 schön. Ja, vielleicht etwas dunkel, aber wunderschön. Oh, voll cremig, ey. Was? Mehr? Hund.
Du frisst mir die Haare vom Kopf. Magst du, ne? Ist ja auch eigentlich Abendbrotzeit gerade. Oh, das riecht echt geil nach Fisch. Ich mag Fisch. Sammy auch. Nicht in Mengen, also ne, für Sammy nicht in Mengen, sondern in Maßen. Aber so als ja, Snack zwischendurch scheint es lecker zu sein. Nom, 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 so. Nom, 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 nom. So, hier habe ich jetzt nochmal ein großes Ding mir rausgegriffen. Das ist auch wieder was von Colourpop. Oh mein Gott. Oh ja. Das ist witzig. Ja, okay. Disney Designer Collection Once Upon a Dream. Das ist diese hier. Und das ist das Aurora Bundle mit Prince Philip Lux Liquid Lip und Coronation Press Powder Highlighter. Das finde ich witzig. Ja, komm, wir müssen die Sachen auch manchmal mit ein bisschen Humor sehen dürfen, oder? Coronation. Oh, voll schön. Klappt man hoch. Oh, dann sind hier die beiden Produkte drin. Und Sammy, da sind wir jetzt mal sehr gespannt auf den Highlighter. Das ist hübsch. Da haben wir Aurora. Also Aurora ist ja doch ein Röschen. Und der heißt Coronation. Oha. Ja, der ist eher rosé-mäßig. Schaut so aus. Aber fühlt sich schön an. Ja, Rosé kann bei mir auch wirklich gut passen, ne? Kann passen. Hübsch, wirklich hübsch. Den swatche ich neben dem Jouer. Oh doch, komm, der ist viel heller, als ich jetzt dachte am Anfang. Sieht man auch eher dezent. Ich swatche den mal lieber in der Handinnenfläche. Hä? Da habe ich noch mehr. Was habe ich denn eben da geswatcht? Keine Ahnung. Habe ich jetzt hier außen einmal. Schon rosé, also ein bisschen kühler, aber sehr hübsch. Dankeschön. Danke, 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 danke. Und dann haben wir hier den Liquid Lip. Wow, das ist Prince Philip. Hübsch. Eine sehr schöne, beerige Farbe. Schauen wir uns auch mal an, Sammy. Ja, ich habe Adern und Knochen, ne? Ich kriege nie so schöne Swatches dahin. Sehr toller Ton. Oder Kirschrot sieht das ja fast schon aus. Nein, es soll wahrscheinlich ein richtiges Rosenrot sein, oder? So, Sammy. Einen packe ich hier noch aus und dann gehen wir nach draußen. Dann kannst du dir was trinken. Hier habe ich auch was eingepackt. Das ist eine Foundation. Und zwar, nee, das ist ein Hydrating Illuminator. Das ist ein Nörgelkopf. Pretty Fresh Illuminating Hydrating Illuminator. Das ist ein Liquid Highlighter, ne? Wow. Oha. Oha. Da kam ein bisschen viel, aber eine schöne Goldfarbe. Das kannst du entweder unter der Foundation tragen, ja, weil er sich gerade richtig schön auflöst, ne? Der hat halt so keine eigene Farbe, den sieht man jetzt hier. Definitiv würde ich den als Primer verwenden. Cool. So, und jetzt gönnen wir Sammy mal eine kleine Trinkpause draußen. Ja, wir waren gerade draußen spielen und aus 1 macht 2, ne? Also, ja, du darfst es. Welches willst du haben? Welches magst du lieber? Das ist platt. Ich schmeiß dir mal beide da vorne hin. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, ist total platt. Ja, Herrchen, Frauchen und Sammy haben einfach gerade mal draußen im Garten gespielt, ne? Also manchmal ist es auch vollkommen legitim, ne? Eigentlich immer. Und jetzt kriegt er erstmal ein Leckerli. Und er hat einen ganzen Napf leer getrunken, weil wir ihn doch ein bisschen gefordert haben. Aber das muss ja auch mal sein. So, Mausi. Fräuchen macht jetzt hier noch ein bisschen weiter. Aber er sieht schon, dass sich hier etwas drin befindet, was ihm durchaus auch sehr gut schmecken wird. Und zwar ist das ein Dog Bisky Purely Good with Chicken, Beef and Tomato. Das ist so ein Riesenknochen. Den legt Marion uns immer mit dabei. Und den bekommt Sammy jetzt auch. Es ist jetzt quasi alles ein Abendbrot, ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung hier. Oh, der hängt die Zunge auf Halbmast. Hab's. Boah. Oh, sieht der Farbe schwer, ne? So anpacken. Bist du zu schwach, um den anzupacken? Das nächste Claudi-Produkt.
Oh ja, geil. Den habe ich mir auch ausgesucht. Das ist von Browly, der Soap Booster. Und der ist mit einem Pinselchen, Spoolie-Gedönsen mit dabei. Den trage ich auch tatsächlich heute, weil ich habe den schon mal selber in der Box drin gehabt. Aber ich finde den super zum Verschenken zum Beispiel, weil das eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Ist auch, wenn ich das richtig sehe, sogar unbenutzt. Also kann ich den sogar verlosen. Komplett neu. Ja, Sammy. Was willst du denn? Du warst trinken, du warst spielen, du hast Aufmerksamkeit bekommen, du hast dein Spieli da hinten liegen. Ich glaube, du möchtest Streicheleinheiten. Hm? Ja, du bist ein Feini. Du bist ein Feini. Du bist ein Feini. Lass dich nicht ärgern. Räuchchen packt jetzt mal weiter aus. Die hat sie mir auch mit reingelegt. Da hatte sie mich gefragt, ob ich da Bock drauf habe. Das ist eine Fresh Plumping Mask von The Body Shop. Und zwar in der Richtung British Rose. Nörgel, nörgel. Oh, die riecht doch angenehm nach Rose. Was machst du da? Sehr, sehr cool. Oh, geil. Das ist von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. Ja, das liebe ich. Das mache ich mir so, so gerne aufs Bett drauf. Vielen, vielen Dank. Es riecht ganz toll nach Lavendel und nach angenehmem Schlafen. Wirklich toll. Noch ein Produkt von Becker, und zwar der Mineral Blush in der Farbe Songbird. Das ist dieser hier. Geil. Und das ist halt auch richtig in dieser UFO-Optik. Hier haben wir dann einmal den Blush und das ist so einer, der hat Schimmer mit drin. Wow, richtig schön. Ist der nicht sogar in der Palette auch mit drin? Da müssen wir gleich mal gucken. So ein schönes schimmerndes Peach, also hat viel von dem Sleek Rose Gold Glow. Nas Orgasm würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil dafür ist er zu, wow, zu wenig schimmernd. Und hier haben wir dann den Swatch, der ist krass. Cool. Nee, der ist nicht die anderen, oder? Tatsächlich doch. Der ist in der Mitte hier auch mit drin, in der Palette. Dann hat sie mir nochmal von Manakadar mein Lieblingspuder mit reingelegt. Also die, also ich liebe es, ne? Und durch Marion habe ich da sehr, sehr viele Backups. Vielen Dank. Macht einen schönen Weichzeichner aufs Gesicht und lässt alles sehr, sehr flawless aussehen. Dankeschön. Warm Vanilla von The Body Shop. Das ist eine Seife mit Vanillenextrakt aus Madagaskar. Das kann man super als Handseife verwenden, natürlich. Oder halt auch als Pinselreiniger. Oh. So zum Hochklappen, ne? Mega lecker. Mega. Mag ich. Wow, mag ich gerne den Duft. Oh. Vanille. Hier habe ich auch ein Schwämmchen, wobei das ist ein Riesenschwamm. Miracle Body Complexion Sponge von Real Techniques. Hier haben wir von Clean ID von Catrice die Full Lash Volume Mascara mit 92% natürlichen Inhaltsstoffen und die ist vegan. Ich weiß gar nicht, ob die sogar neu ist. Ich habe keine Ahnung. Aber riesig. Also für eine Mascara? Krass. Hat ein Kunsthaarbürstchen und schaut so aus. Das ist einfach nur eine Ellipse, ne? Also quasi vorne und hinten wird die ein bisschen schmaler. In der Mitte ist sie gleichförmig. Sieht sehr ansprechend aus. Das finde ich auch sehr interessant, denn von Lovely hat sie mir die Eye Cream mit beigelegt mit Manuka-Honig-Extrakt. Das finde ich auch echt cool. Lovely ist eine sehr angenehme Marke. Ich mag oder mochte sehr, sehr gerne. Ich mochte sehr gerne den Toner von Lovely. Den habe ich getrunken dazu, also meine Haut, ne? Die hat den echt geliebt. War super verträglich für mich. Und die Augencreme muss ich dann auch mal ausprobieren. Ja, wird dann wahrscheinlich auch eine sehr verträgliche Geschichte sein. Ich sehe schon, unten drin hat sie mir das Highlight reingebracht, Leute. Richtig geil. Wartet's ab. Das durfte ich mir nämlich aussuchen. Hier habe ich von Sebamed Pro das Intensivserum, spendet intensiv Feuchtigkeit, polstert ausgeprägte Falten auf mit probiotischem Pflegekomplex. Und das soll regenerieren. Das ist perfekt für meine ganzen Mütter, ne? Für meine Mama, für meine Stiefmama, für meine Schwiegermama in Spee, für meine Stiefschwiegermama in Spee. Die haben alle sehr empfindliche Häutchen und da wird sich sicherlich eine von meinen Müttern drüber freuen. Und, oder meine Omama. Aber meine Omama, ich weiß gar nicht, ob die dann verschiedene Pflegesteps anwenden wollen würde. Ich glaube, es eher weniger. Aber das ist auf jeden Fall echt eine coole Geschichte. Und da hatte sie mir auch gesagt, sie hätte die Möglichkeit, an Sebamed-Produkte ranzukommen. Ich sage, immer.
Hier haben wir das nächste Sebamed-Produkt, und zwar die hautberuhigende Gesichtscreme mit Omega-12%. Das ist auch super für trockene Haut geeignet. Theoretisch könnte ich das auch selber verwenden. Ich habe aber auch sehr schöne Produkte durch meine Kooperationspartner, zum Beispiel durch Beautymates und oder durch Dalton. Deswegen, da bin ich sehr gut versorgt. Und die Sebamed-Produkte wandern dann gerne so als Muttertagspakete, als einfach mal so Pakete oder als Geburtstagspakete zu meinen ganzen Umfeldmüttern. Noch eins. Das ist die nochmal, ne? Genau. Da habe ich die noch ein zweites Mal. Oh ja, wie geil. Das hat sie mir auch gesagt, dass sie das hat. Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Von Luvia Cosmetics Lavendel. Das ist eine Pinselseife. Und ich finde die Pinselseifen von Luvia sehr gut. Da hat Maxim ja auch eine Kooperation mit rausgebracht. Hat mir extrem gut gefallen. Und jetzt habe ich hier nochmal eine mit Lavendelduft. Und das finde ich schön. Weil ich wasche ja auch meistens abends meine Pinsel. Und dann kann man das auch, dieses ganze beruhigende Feeling und so, sehr gut gebrauchen. Also von daher, ne, freue ich mich sehr drüber. Riecht auch nach Lavendel. Cool. Ich bin auch so froh, dass die Sachen alle so heile geblieben sind, ne? Weil heutzutage gehen ja manche Leute mit den Paketen auch echt sehr ruppig um. Hier habe ich die BH Cosmetics Strawberry Truffle in Chocolate... Nee, Chocolate habe ich schon gesagt, ne? Chocolate Strawberry, die wird... wird dann etwas dunkler sein. Nee, die geht voll klar. Guck mal, wie schön, ne? Richtig schön. Und Sebamed, zweimal das seifenfreie Waschstück, pH hautneutral, sind die, glaube ich, alle, ne, von Sebamed, die Produkte. Und das kann man halt sowohl zum Pinselreinigen super verwenden, als auch zum Händewaschen. Richtig toll, also gerade für empfindliche Haut sehr gut geeignet. Wenn man jetzt halt auch viel sich die Hände wäscht, ist sowas optimal. Alter, was ein riesen Sebamed-Paket. Da habe ich nochmal die Gesichtscreme. Und nochmal das Intensivserum. Stehen auch ein paar Geburtstage demnächst an. Oh mein Gott. Junger Mann. Deswegen. Kauspaß Juice. Hier haben wir Knochen mit dabei. Von Barco Kauknochen mit Ente und Apfel. Und wir müssten eigentlich von meiner Mama noch so ein Ding haben, wo man sowas reinstecken kann. So ein Kong ist das, ne? Dann würde ich hier oben einfach ein Loch reinbohren. Und dann kann man den so reinstecken. Und dann verschlucken die das halt auch nicht so wirklich, ne? Das ist auch immer ganz, ganz gut. Oh Gott. Hier sind Würstchen drin. Hot Dogs. Mhm. Mit Chicken und Rind. Und ihre Katzen haben sich auch gedacht, meins? Nein, das ist Sammys. Na, Sammy, möchtest du eine Wurst? Riecht es schon. Die sehen echt aus wie richtige Würstchen. Das ist ja Wahnsinn. Möchtest du eine Wurst? Anpacken Sie. Nein, soll ich das rausziehen? Bitteschön. Ja. Er traut sich noch nicht. Das ist noch neu für ihn. Achso, und jetzt wird sie vernichtet. Einen weiteren Knochen hat er hier auch mit dran. Das ist auch mit Hühnchen, Beef und Tomato. Tomate, also Hühnchen, Rind und Tomate. Steht auch drunter mit Huhn, Rind und Tomate. Lesen, Claudia. Das ist für Claudia. Keksteig zum Löffeln von Spooning. Das ist mit mit Cookie Duff, richtig, ne? Salty Crunchy Caramel. Ich liebe die Dinger. Da musst du nur so Butter mit zufügen und was musst du da noch mit bei? Margarine und 3 bis 4 Esslöffel Wasser einfach mit rein. Umrühren, genießen, glücklich sein. Oh, haben wir noch Butter zu Hause? Sonst kann man das, glaube ich, auch mit Öl machen. Und dann gönne ich mir das gleich. Dann freue ich mich auch noch am Brot, Jenny. Jo, das Würstchen hast du auf. Willst du noch ein Würstchen? Das war lecker, ne? Nom. Ja. Ja, Frauchen darf ihn nachher wischen, denn Sammy hat alles voll gesabbert. Ja, dann kommen wir mal zu dem Fashion-Part des Ganzen. Es ist quasi ein originaler Liebestöter. Sie hat nämlich was von Wish bestellt. Ich glaube, eigentlich wollte sie mir das zu Ostern schicken, aber dann hatte Wish da Lieferschwierigkeiten und dann habe ich das jetzt bekommen. Das ist halt so richtig flauschig, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder zu Weihnachten, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ein Rentier. Sammy, was ist das? Und wenn ich demnächst dann mal wieder auf der Couch liege und ein Buch von Danny lese, dann kann ich mir meinen Rentierumhang schnappen. Da habe ich hier meine Arme durchgezogen. Hier ist es schön zu. Und sehe aus wie ein Rentier. Ja,
habe hier sogar Öhrchen. Das finde ich doch ziemlich cool. Es ist fancy, Leute. Komm, bitte. Bitte, ich finde das richtig cool. Mit Kapuze. Die Kapuze kannst du dann noch absetzen, wenn du möchtest. Aber ne, das ist halt alles so schön kuschelig und weich. Und ich stehe drauf und mein Freund wird wahrscheinlich schreiend weglaufen. Geil. Doch, Marion. Also das passt. Das ist ein geiles Teil. Das mag ich gerne leiden. Doch. Sammy, was sagst du denn von Frauchen als Rentier? Hm? Leckerli, sagt er. Also, liebe Marion. Vielen, vielen Dank. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Sammy ist glücklich hoch 5 Milliarden. Also der kommt ja gar nicht mehr aus seinem Endorphinschub raus. Der will nur noch mehr. Und ja, also von Herzen vielen, vielen Dank. Es macht mir immer wieder Freude, dass wir einfach mal zusammen Trash tauschen, weil so bekommen wirklich die Produkte ein schönes neues Zuhause. Und ich finde es auch cool, dass wir das Ganze immer so liebevoll gestalten und uns dann einfach mal so ein paar schöne Sachen mit dabei legen. Und ja, ne? Ich muss jetzt hier ein bisschen aufräumen. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Oh, ist das flauschig. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!